Hallo liebe Leute, ich zeige euch heute, wie ich ja Zimtschnecken mache. Und dafür mischen wir jetzt erstmal hier die Hefe an. Hier habe ich einen Esslöffel Zucker. Und da geben wir jetzt die Trockenbackhefe hinzu. Ja, und dazu kommen jetzt 50 Milliliter lauwarmes Wasser. Das Ganze rühren wir dann kurz um. Und ja, das lassen wir dann so ungefähr 15 Minuten stehen. Ja, während wir ja die Hefe ruhen lassen, bereiten wir unsere anderen Zutaten vor. Hier habe ich 500 Gramm Mehl. Ja, und die geben wir hier einfach in eine Rührschüssel. Dazu kommen jetzt so 70 Gramm Zucker und eine Prise Salz. Und es kommt noch ein Ei rein. So, als nächstes erhitzen wir hier 300 Milliliter Milch, sodass sie lauwarm wird. So, 15 Minuten sind um und so schaut hier unsere Hefe aus. Ja, wie ihr sehen könnt vielleicht, ja, ist es schon etwas hochgegangen, es haben sich so Bläschen gebildet und ja, das geben wir ja jetzt auch in unsere Rührschüssel. Ja, und dann können wir das Ganze auch schon umrühren. Ja, und dazu geben wir jetzt noch unsere lauwarme Milch. So, wenn der Teig schon so geschmeidig geknetet ist, können wir die Maschine kurz ausmachen und jetzt geben wir hier noch 100 Gramm Margarine hinzu. Ja, und dann mixen wir das Ganze noch mal kurz. Ja, und so sieht der Teig jetzt aus. Und ja, das Ganze werden wir jetzt mit der Hand und mit etwas Mehl ja zu so einer Kugel formen. Und damit es ja von der Konsistenz her auch ein bisschen fester wird und nicht so klebrig wird. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt geben wir hier noch ein feuchtes, ja, Tuch rüber und dann lassen wir das Ganze gehen, so für ungefähr, ja, eine Stunde. Und ja, einfach an einem, ja, warmen Ort legen oder stellen. So, liebe Leute, eine Stunde ist jetzt schon vorbei und jetzt schauen wir mal, wie unser Teig aussieht. Oh, ja, unser Teig ist wirklich sehr schön aufgegangen. Er hat sich wirklich, glaube ich, mehr als verdoppelt. Ja, und da gehen wir jetzt noch mal kurz mit unseren Händen rein. Und ja, rühren das ganz kurz rum. Und dann rollen wir das Ganze auch schon aus. Ich drücke das jetzt erstmal kurz ein bisschen flach. Ja, und dann können wir das Ganze hier auch schon ausrollen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Ach ja, ich habe den Teig sozusagen geteilt, damit ich das hier besser auf mein Holzbrett ausrollen kann. Ja, und wenn der Teig schon eher ausgerollt ist, machen wir jetzt hier die Füllung. Hier habe ich ungefähr 100 Gramm Margarine, 2 Esslöffel Zucker und 1 Teelöffel Zimt. Und ja, das rühren wir jetzt erstmal um.
So sieht das Ganze jetzt aus und dann ja, verstreichen wir das jetzt hier auf unserem ausgerollten Teig. So, wenn alles bestrichen ist, dann rollen wir das Ganze jetzt ein. So, und dann schneiden wir jetzt hier, ja, solche Stücken raus. Ja, und die legen wir dann jetzt hier in eine gefettete Form. Okay, liebe Leute, so sehen jetzt unsere Zimtschnecken aus. Und ja, die habe ich hier nochmal kurz für ja so 10 Minuten gehen lassen. Und damit sie später nicht zu trocken sind, geben wir hier noch etwas Sahne hinzu. Ja, und dadurch trocknen sie sozusagen nicht so im Ofen aus. Ja, und dann kommt das Ganze in den Ofen, so bei 175 Grad Umluft backe ich das dann und dann vielleicht so für, ja, 30 Minuten. So, liebe Leute, unsere ja, Zimtschnecken sind jetzt schon fertig und so schauen sie aus. Und ja, ihr könnt die natürlich so lassen, aber ich werde jetzt hier noch so ein Frischkäse-Frosting machen. Und ja, wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Dafür gebe ich 100 Gramm Puderzucker und 50 Gramm Frischkäse in eine Schüssel. Und da kommen jetzt noch ein paar Spritzer Zitronensaft hinzu. Ja, und dann rühren wir das Ganze um. Ja, so sieht jetzt unser Frischkäse-Frosting aus nach dem Umrühren. Und das geben wir jetzt über unsere Zimtschnecken. Ja, einfach hier drüber pinseln. Ihr könnt natürlich, ja, nach eurem Lust und Laune so viel Frosting rübergeben, wie ihr wollt. Schaut mal, das sieht dann auch gleich noch ein bisschen schöner aus, weil das dann auch noch ein bisschen glänzt. Boah, hoffentlich schmecken die auch so lecker, wie sie ausschauen. So, ich würde sagen, wir probieren mal hier unsere Zimtschnecken. So, also dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal und dann lassen uns das Ganze mal schmecken. Lecker! Schmeckt super lecker, man schmeckt den Zimt raus und der Zimt schmeckt perfekt. Ist auch super fluffig. Sehr, sehr lecker. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und falls ihr das Ganze mal ausprobiert, wünsche ich gutes Gelingen, viel Spaß und guten Appetit.